Brille, der gerade angefangen hat anzuklatschen. Wenn die Kollegin gleich rauskommt, fände ich es toll, wenn ihr dasselbe macht, und zwar sehr oft. Ihr Name ist Annette Postel, ihr Programm heißt Alles Tango oder was. Einige werden sie noch kennen als Opernkomödien. Jetzt parodiert sie Tango. Deutscher Tango Argentino meets Comedy. Ja, das geht glamourös, legt Annette Postel augenzwinkernde eigene Texte auf argentinische Tango-Hits. Begleitet wird sie von Norbert Kotschan und Bobby Fischer. Sie gehören zu den bekanntesten Tango-Instrumentalisten Deutschlands. Tatsächlich hat sie einige Preise abgeräumt. Hier, ich hau mal ein paar raus. Guck mal hier, erster Preis, Bundeswettbewerb Gesang Chanson. Tuttlinger Kreh hat sie gewonnen. Sie moderiert übrigens den Kleinkunstpreis Tuttlinger Kreh dieses Jahr. WDR, SWE sagt über sie, einzige Opernkomödienne. Ich würde mich freuen, wenn sie mit ganz viel Liebe hier in Freiburg von euch jetzt begrüßt wird. Ganz viel Spaß mit Alles Tango oder was mit Annette Postel. Erwischt. Gerade bei mir, gell? Keine Angst, riecht nicht bis daher. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Aber wenn wir schon so ein echter argentinischer Tango-Oven machen, dann, ach, komme in Argentina. Also, mit so, also wie in Argentinien heißt es. Mit einer echten Madame de Toilette. Also, das bin jetzt ich. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen schick gemacht, gell? Weil die Madame de Toilette da drüben in Argentinien, das ist was richtig Besonderes. Die verkaufen dort noch das Klopapier in einzelne Blätter. Also das mache ich jetzt natürlich nicht. Aber ich habe alles, was ich so brauche, Kinder. Für Frauen und auch für Männer. Und auch was für den Stoffwechsel. Weil der so arg angeregt wird beim Tanzen. Gell? Da muss man halt öfter mal den Stoff wechseln. Also ja, das heißt Milonga-Gar, so ein Tango oben. Milonga-Gar. Da gibt es dann noch ein Tango. Also langsam, schnell und im Walzertakt. Ich persönlich mag ja lieber die echte deutsche Wiener Walzer. Mit denen Schuhen können sie übrigens nicht tanzen, gell? Da können sie sich nicht drehen, sie wollen gar nicht. Gucken wollen sie. Soll sich doch die andere auf den Füßen rumtappen, gell? Das verstehe ich. Oh, ich habe was für sie. Aufpassen. Ein Mann fordert eine Frau zum Tanzen auf. Und dann fängt er sofort an, ihr Komplimente zu machen. Sie sind ja so schön und sie haben eine tolle Figur und eine tolle Frisur und überhaupt. Und dann sagt sie, stopp! Sie wollen mich ja nur abschleppen. Na, sagt er. Und ich wusste es, intelligent sind Sie auch. Na, das war jetzt ein Witz. Fanden Sie denn jetzt lustig? Das lässt tief blicken. Übrigens haben Sie das Plakat gesehen, die Sängerin heute. Sie wissen, wir haben eine Sängerin, das ist die Live-Musik, das ist so ein bisschen teurer heute, gell? Ja, die lässt auch tief blicken. Einen Ausschnitt bis hin ein Wetter. Ich würde mir das nicht erlauben. Und dann ist das eine Deutsche. Eine Deutsche. Von welche komme in Argentina? Wahrscheinlich hat es für Argentinische gar nicht gereicht. Aber wie war das? In Argentinien wäre es sowieso ein Italiener, der Spanisch redt und Französisch lebt. Kannst auch mal nicht welche Deutsch singen. Alle hopp. Kommt nicht drauf an. Wäre was ganz Neues. Dann hat sie noch zwei Männer dabei. Da steht die Tango-Mafia. Den Ende, den haben sie eben schon gesehen. Das ist der mit der Quetschkommode, mit dem C-Dur-Expander. Der heißt Bandoneon und wäre etwas Deutsches, was es nur noch in Argentinien gibt. Ja, und der Anna, der klimpert ein bisschen auf dem Klavier. Also ich glaube, es geht los, gell? Ich muss mal gucken, ob die Rolle richtig hängen. Richtig rum heißt Blatt vorne. Wir verstehen uns, gell? Und wir sehen uns. Tschüss. Spaß. Thank you.
Träume so leuchtend und so schön du bist. Nur mein liebes Glück geblieben, wo liegt meine Zukunft mir beschieden? Wo bleibt nur mein Stern, der wieder für mich scheint? Da oder es aber, alles ist Liebe, es kommt mir nur so vor, als ob nichts bliebe, alles war so schön. So strahlend hell und bunt, da, da ist Amor. Ach, ich glaube, ich kaufe mir lieber einen Hund. Da, da ist Amor, alles ist Liebe. Was wäre, wenn ich ging, was, wenn ich bliebe, da, da ist Amor. Mach mir nur was vor. Ich hab'n Haus, ich hab'n Herd, ich hab'n Hund, ich hab'n Pferd, ich hab'n Auto und auch ne Skaterjacke. Ich hab auch Schmuck mit Brillis dran, ich hab sogar auch einen Mann. Doch dieser Mann, so lieb er ist, hat eine Macke. Er ist immer so müde, er ist immer ganz down. Niemals geht er wohin, er hat eins nur im Sinn, sich aufs Sofa zu hauen. Er ist immer so müde, Mutter, kenn ich den nicht. Ja, der rackert und tut, er ist Manager gut, aber wer managt mich? Versetzen Sie sich doch mal bloß in meine Lage. Ich sag ihm oft, ich hab mich so nach dir gesehnt. Sag mir doch mal was Liebes, wie am ersten Tag. Und dann macht er den Mund auf und gähnt. Er ist immer so müde und ich find das nicht fair. Ich lass den schnarchenden Bär. Und ich komme hierher, denn als Frau braucht man mehr. Herzlich willkommen zurück. In den 20er Jahren. Kennen Sie die Geschichte, in der Carlos Gardel, der große Tango-Tenor, in der Badewanne liegt? Und plötzlich steht Marlene Dietrich in der Tür, nur mit einer Zigarettenspitze bekleidet. Sie kennen die Geschichte nicht. Ich kenne sie auch nicht, aber sie fängt vielversprechend an. Und so wird aus Marlena canta el tango. Nacht. Marlena kann kein Tango, doch hört sie ihn so gern, weil das seufzende Bandoneon Marlena glücklich macht. Marlena kennt die Sehnsucht nach alter Liebe, doch fühlt sie niemals wirklich Melancholie. Sie fühlt sich nur gezogen aus ihrer Wohnung, doch in Buenos Aires war sie noch nie. Marlena kann kein Tango, sie wird's nie lernen. Doch schauen alle Augen heute auf sie. Sie ist klein, sie ist schön, sie bewegt sich geschmeidig und ihr Gang ist behende, wiegend und weich. Und der Pelz, den sie trägt, ist nachtschwarz und seidig. Wenn du glaubst, deine Blicke könnten gefallen, dann zeigt sie die Krallen und entzieht sich sogleich. Musik.
Aber Tango, wer soll diese lehren? Vielleicht der alte Tänzer, der immer mit ihr spricht. Ihr etwas beizubringen, es wird ihm niederlingen. Sie lässt sich niemals zwingen, als Katze tanzt man nicht. Sie wäre sich entschuldiger. Wir kennen uns irgendwoher, aber ich komme jetzt nicht auf Sie drauf. Sie waren eben auch schon da gesessen, gell? Jetzt kenne ich Sie. Ja, ja. Also ich meine, man kennt ja sowieso jeden Mensch auf der ganzen Welt über 6 Leute. Das haben Sie gewusst, gell? Ja. Aber manche Leute will man ja gar nicht kennen. Also jetzt nicht Sie, aber so manche Terroristen oder manche Politiker oder die Achsel des Bösen, ja, so die Bonze von Monsanto oder die Allee-Herrscher von Silly Valley oder König von Bosporus. Nein, die kenne ich nicht. Nicht einmal über Sippe-Ecke oder diese ganze Ultras, die religiöse. Ah,
Ein Papst hat ja übrigens mal den Tango verbieten wollen, gell? Selemons, damals. Und der heutige, der ist doch von da drüben, von Argentinien. Der tanzt selber. Ein Papst ist heute auch nicht mit das, was es wohl war, gell? Ich frage mich auch, wie der mit dem Kleid tanzen will. Das ist doch viel zu lang. Und hat die falsche Farbe. Tango tanzt man in der Farbe des Lasters und der Wollust. So der Papst nur an den Füßen. Aber die Kardinäle, die, ja, voll. Auf jeden Fall ist Tango ein katholischer Tanz, bin ich mir sicher. Braucht man so geschmierte Knie, ne? Vom Beten, Nuff und Nunna, rauf und rauf. Also ich mit meinen protestantischen Knie, ich komme da überhaupt nicht so weit, Nunna. Wir Protestanten, wir beten ja im Stehen, wenn wir beten. Ich sage immer, der Herrgott ist sicher ein Mann, der redet nicht mit mir und hört auch nicht zu. Aber warte mal, wenn der Herrgott ein Mann ist, riecht er auch wie ein Mann. Ja, ich meine, das heißt ja, dass man über den Eigengeruch der richtige Partner finden wird. Ja, deswegen tanzen die wahrscheinlich auch allzu eng, da findet man sich dann. Ja. Wäre ja auch blöd, wenn man mit luftgestreckten Armen durch den Saal rennt und hofft, dass einer unter den Achseln schnuffelt. Ich denke die ganze Zeit über so Sachen beim Klobitz nach. Ja. Da hängt man so über der Schüssel. Oben drüber, unten drunter ist unter meiner Würde, gell? Man hängt über der Schüssel und lässt die Gedanken schweifen. Man soll öfter mal über den Schüsselrand drüber gucken, gell? Das ist reine Meditation, kann ich nur empfehlen. Wenn der Herbstwind gerade tobt und der Reche ist kalt, wenn die Knochen mir schmerzen und ich fühle mich so alt, dann weiß ich nur eins, ich sag jetzt mal so, was richtig einen Sinn macht, ich geh dann und putz mal das Klo. Verbrannt ist im Socke ein Loch. Die Nachbarn zu laut sind, die Steuern zu hoch. Im Fernseher siehst nur noch Krieg irgendwo. Dann weiß ich, was Sinn macht. Ich gehe dann und putz wohl das Klo. Bis in die Umkleide trägt. Bravo, bravo. Alles Tango oder was?